Doskias Worte sind reinste Ketzerei, Kaiser Aspartein. Das ist keine Ketzerei. Die Artefakte sind dazu gedacht, das Chor zu öffnen. Nun, da wir sie gefunden haben, müssen wir sie auch verwenden. Durch die Entdeckung der Schlüssel, die Marduk vor so langer Zeit vor uns versteckt hat, tragen wir, Marduks Volk der Erwählten, eine wahrlich schwere Verantwortung. Aber die nächste Konjunktion findet erst in über 50 Jahren statt. Und nur dann können die Schlüssel benutzt werden. So war es seit Anbeginn der Zeit. Aus diesem Grund bin ich etwas verwirrt, Lord Doskias. Warum sollten wir dieses Gesetz nach so langer Zeit ändern? Vielleicht liegt unsere Aufgabe darin, die Schlüssel für die kommende Generation zu bewahren. Oder möchte Doskias etwa seinen übermenschlichen Willen einsetzen, um seine eigene Konjunktion zu erzeugen? Hüte deine Zunge, Knabe. Ich bin der direkte Abkömmling Marduks, Sohn des Schöpfers. Es ist mein Schicksal, seine Prophezeiung zu erfüllen. Wenn ich dafür über deine Leiche gehen muss, wie ich über die deines Vaters gegangen bin, tue ich es. Wieso kommt euch das Wort Leiche so leicht über die Lippen? Wie viele Leben werden euren Zielen zum Opfer fallen? Ich glaube kaum, dass das in Marduks Interesse ist. Ja, erzählt uns, wie ihr die Zeit kollabieren lasst und die Zukunft in die Gegenwart bringen wollt. Genug! Mein Plan wird Licht auf das Chor scheinen lassen, und zwar innerhalb von Tagen anstatt von Jahrzehnten. Denkt daran, Kaiser Aspartein. In der Prophezeiung lehrt Marduk, dass jemand seines eigenen Blutes aufsteigen wird, um seine Worte in die Tat umzusetzen. Ich bin derjenige. Es ist mein Schicksal. Ich werde keinerlei Einmischung durch Feiglinge dulden, die sich unter dem Deckmantel jämmerlicher Politik verstecken. Die Kraft des Chor wird mir gehören. Er ist gefährlich. Er mag zwar Marduks Blut in sich haben, aber Abstammung allein ist kein Garant für Größe. Aber er braucht die Schlüssel, um seinen Plan durchzuführen. Ohne sie kann er gar nichts tun. Und genau deshalb sollten wir vorsichtig sein. Er würde sogar einen Krieg anfangen, um sie in seinen Besitz zu bekommen. Gunnar, kann ich auf eure Flotte zählen? So wie ihr auf die Flotte meines Vaters zählen konntet, könnt ihr euch nun auch auf meine verlassen. Dann schützt die Artefakte. Ihr dürft nicht zulassen, dass Doskias in das Schicksal der Welt eingreift, nur um seine eigenen Ziele zu erreichen. Wie ihr wünscht. Komm doch mit rein zu Onkel. Er hat heute noch nach dir gefragt. Keine Chance, Maya. Ich muss an Runners Sensoren arbeiten. Nächstes Mal, versprochen. Was liegt an, Maya? Ich muss mit Onkel reden. Ist er da? Vielleicht. Was ist dir die Info wert? Onkel ist im anderen Zimmer, Maya. Er ist gleich wieder da. Halt den Mund, du Bastard! Du versaust mir den Profit! Hast du uns etwas von den Schrotthaufen mitgebracht? Tut mir leid, heute nicht. Tori, machst du wieder mal Ärger? Onkel, als Grub und ich heute beim Schrottsammeln waren, haben wir Schiffe am Himmel gesehen. Das waren bestimmt Schlachtschiffe der Erwählten auf dem Weg nach Osten. Warum sind sie wieder hier? Wovor hast du Angst, Maya? Die haben dich vielleicht nicht mal gesehen. Das spielt keine Rolle. Als sie das letzte Mal herkamen, war Maya noch in deinem Alter. Damals trugen sie hier Stammeskämpfe untereinander aus. Mutter! Maya! Irgendwo Schutz suchen. Ihre Schiffe flogen in unsere Stadt. Viele Menschen starben, darunter auch eure Eltern. Seitdem sind wir eine Stadt der Alten und der Weisen. Es hat 10 Jahre gedauert, alles wieder aufzubauen. Das darf nicht noch einmal passieren. Ja, schon gut. Seitdem passen Maya und du auf uns auf. Ihr sorgt schon dafür, dass wir das nie vergessen. Du bist zu jung, um dich an all die Zerstörung zu erinnern. Wie euer Lehrer Assis jetzt sagen würde, die Geschichte verläuft im Kreis, mein Junge. Bürgermeister, was hat das zu bedeuten? Durchsucht hier alles. Sie verstecken sich hier irgendwo. Guten Tag, Onkel. Guten Tag, Miss Maya. Heute ist ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, die frische Luft würde Ihnen gut tun, Onkel. Genug! Wir sind nicht zum Plaudern hier, sondern um Schmuggler festzunehmen. Unter den Junkern werden Sie keine Gesetzesbrecher finden. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt und kann tun und lassen, was ich will.
Jemand schmuggelt Waffen von den Schrottplätzen zu einer Stadt auf der unten liegenden Scholle. Seine Habgier wird uns noch alle töten. Das geht zu weit. Verschwindet hier. Sofort. Glaub ja nicht, dass dies vorbei ist. Immer wenn es Ärger gibt, dann stecken die Junker dahinter. Halt deinen Mund! Wo ist Tori hingegangen? Ich bin mir nichts... Wahrscheinlich zum Unterricht. Und du kommst jetzt wahrscheinlich auch zu spät, Maya. Vielleicht solltest du deinen Lehrer nach diesen Schiffen fragen, die du gesehen hast. Du solltest zusehen, dass du pünktlich zum Unterricht erscheinst. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Was gibt's? Hast du Grub gesehen? Gerade heute Morgen? Ja, erzähl's ihm nicht. Aber der Bürgermeister versucht, seine geliebten Workbots zu kopieren. Glaubst du, er kann? Der Bürgermeister? Puh, nie im Leben!
Hey, ihr haltet euch doch von der Wüste fern, oder? Wir haben keine Angst davor, rauszugehen, Maya. Genau, wir haben nämlich überhaupt nie Angst. Hey, ihr haltet euch doch von der Wüste fern, oder? Wir haben keine Angst davor, rauszugehen, Maya. Genau, wir haben nämlich überhaupt nie Angst. Hi, lassen Sie sich ruhig Zeit. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Wie läuft das Schrottgeschäft? Ziemlich gut. Weißt du, auf der Scholle oben muss ziemlich was los sein. Die schmeißen Schrott runter wie nichts Gutes.
Hey, Maya. Grub lässt grüßen. Der Junge sollte öfter aus seiner Werkstatt rauskommen. Er verschwand, als der Bürgermeister ihn blöd anmachte. Grub nimmt's dem Bürgermeister immer noch übel, dass er die Workbots zu anderen Zwecken missbraucht. Heute habe ich Schiffe der Erwählten gesehen. Von wegen erwählt. Das letzte Mal, als sie vorbeikamen, kam die Hölle mit ihnen. Weißt du, Onkel und Assis denken, dass sie untereinander gekämpft haben. Die glauben doch, sie seien so zivilisiert und so ein Scheiß. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass sich Junker gegenseitig umbringen. Zumindest bis jetzt noch nicht. Warum duldet ihr den Bürgermeister? Ah, der tut doch eigentlich niemandem wirklich weh. Außerdem sind wir alt. Was können wir schon tun? Habt ihr Tori gesehen? Er hat in letzter Zeit viel rumgehangen. Weiter im Süden. Wart ihr jemals in einer anderen Welt? Ich bin noch nie oberhalb oder unterhalb von Oasis gewesen. Wir finden alles, was wir brauchen, in dem Schrott, den die Erwählten runterwerfen. Warum sollten wir woanders hingehen? Passt der Bürgermeister gut auf die Workbots auf? Er pfuscht an ihnen herum. Ich frage mich, was er vorhat. Wie funktionieren die Core-Generatoren? Das ist einfach. Eine Core-Maschine nimmt Core-Energie und wandelt sie in Energie für Waffen und Ausrüstung um. Sie kann sogar die Leistung verstärken, indem sie einen Teil deiner Core-Power nutzt. Deine Waffe zum Beispiel. Der Generator produziert genug Energie für die Grundfunktionen. Manchmal braucht man aber mehr Energie und die kommt von der Core-Energie, die man selber aufbaut. Hast du nichts Besseres zu tun, als herumzutrödeln? Sie sollten Grubs Workbots nicht so schlecht behandeln. Man muss ihnen zeigen, wer der Herr im Hause ist. Und wir wissen doch alle, wer das ist, nicht wahr? Aber klar, Doc. Heute habe ich fremde Schiffe vorbeifliegen sehen. Sie sind doch nicht in diese Richtung geflogen, oder? Nein, ich glaube, sie wollten nach Terra 3. Sollten wir die Leute nicht wenigstens warnen, nur für den Fall? Und? Was willst du tun, sie mit Schrott bewerfen? Arbeite schneller, Bot. Ich würde an ihrer Stelle nicht darauf zählen, dass Grub die Workbots repariert, wenn sie etwas kaputt machen. Dieser Betrüger, den würde ich sowieso nicht an sie ranlassen. Jetzt gehören sie mir. Er wäre nicht gegangen, wenn sie die Workbots für ihre ursprüngliche Aufgabe eingesetzt hätten. Schrott in der Wüste sammeln. Grub ist zu engstirnig. Es gibt Millionen von Möglichkeiten, diese Roboter einzusetzen. Wart's nur ab.
Hallo? Wie geht es Meister Grub heute? Grub mag dich gebaut haben, aber du gehörst jetzt mir. Arbeite weiter. Mir leid, Miss Maya. Niemand darf heute den Arbeitsbereich betreten. Mir leid, Miss Maya. Niemand darf heute den Arbeitsbereich betreten. Tut mir leid, Miss Maya. Niemand darf heute den Arbeitsbereich betreten. Sieht aus wie Schaltkreise.